Ein herzliches Hallo, willkommen zurück zu Smash Tour und meine Freude ist quasi super im Unermesslichen, super wahnsinnig hoch, dass ich hier ein weiteres Mal Smash Tour spielen darf und wir kämpfen gegen, ach Gott, ein ganz, ganz altes Pefmi, diesmal in Gelb und zwei random Computer. Ich habe Zelda und Diddy Kong als Anfang, was auch nicht unbedingt so das Wahre ist. Und wir starten direkt durch mit dem mittleren Smash-Tour-Feld. Und natürlich halte ich mich nicht an meine eigenen Regeln und gucke mich vorher mal um, sondern wusel einfach drauf los. Was natürlich ziemlich böse enden kann. So. Na? Och, die hat meinen Hammer. Die hat den Hammer eingesetzt. Nein! Nein! Hammer versus Hammer und ich habe den blöden Fehler gemacht, da ich gesprungen bin. Ah, dammit. Aber gut. Immerhin, ich verliere zwar Zelda. Und doch, natürlich kriegt sie Zelda jetzt auch noch. Warum kriegt sie meinen Charakter ausgerechnet? Dammit! Das ist jetzt natürlich fies. Mal gucken, wo muss ich denn am besten hin? Da gehe ich am besten nach oben zum Checkpoint. Ah, jetzt habe ich nur noch Diddy Kong. Was passiert eigentlich, wenn ich alle Charaktere verliere? Kriege ich dann einen neuen oder habe ich einfach verloren? Eins. Na super. Na ja, gut, immerhin, ich komme auf den Checkpoint. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Und auch wenn ich stehende Gegner nicht anrempel... Ah, nee, tatsächlich. Das hat... Ich dachte jetzt, der Computer hätte mich angerempelt, weil ich stehe und nicht umgekehrt. Aber okay, hat funktioniert. Sehr schön. Nein, ah, so knapp. Und ich darf mich bewegen. Ah, wo ist Quatschutsu hin? Wo war Hey! Dammit! Remple ihn an, damit er für dich kämpft. Das ist sehr schön, allerdings ist er absolut weit weg von mir. Deswegen mische ich einfach mal alle Kämpfer zufällig durch und hoffe das Beste. Ne, das hat nicht so funktioniert, wie ich das dachte. Nein, Alter! Was ist ein Durcheinander hier? Katapultiere Gegner, denen du begegnest, von COM3. Das ist ja wunderbar hier. Ach Gott. Dann teleportiere ich mich eben zu einem unbesuchten Checkpoint. Das hätte vorhin wahrscheinlich auch besser funktioniert. Yes, yes! Remple ihn an, remple ihn an! Komm schon, komm schon, komm schon! Ah, bam! Hey! Ach, dammit, den hat vorher schon jemand angerempelt. Ah! Mann! Ein Scheiß! Das meine ich mir, das ist irgendwie ein bisschen zu viel Chaos dann doch. Ich blick nicht so wirklich durch. Mal abgesehen davon, dass hier ständig Charaktere wegkommen, wenn ich in ihrer Nähe bin. Von daher definitiv nicht meine Runde, das hier. Aber ich werde jetzt mal einfach den Chain Chomp einsetzen und katapultiere Gegner in meiner Nähe weg. Oh, und schon wieder, ich krieg's aber auch nicht auf die Reihe, hier mal hohe Zahlen zu würfeln quasi. Das ist ein Rad. Ich kann ja schon noch entscheiden, was ich würfel. Ich bin nur einfach nicht in der Lage, hier mal eine hohe Zahl zu würfeln, sondern immer nur 1 oder 2. Im letzten Part war es eine 1, diesmal ist es eine 2. Ich würfel nur Einsen, umgekehrt. Da! Ich bin völlig verwirrt, ist okay. Also im letzten Part habe ich immer nur Zweier gewürfelt. Diesmal würfel ich immer nur Einsen, aber vielleicht kriege ich es ja diesmal hin, hier Mopsy
mal anzurempeln. Verlangsame das Würfelrad. Auf jeden Fall, da kann ich nämlich einfach mal eine 6 würfeln. Wenn es ein bisschen dauert. So. Bäm! Mopsy! Sehr schön. Oh, und ich hab Mewtwo als Charakter. Sehr, sehr geiler Scheiß. Alle Gegner lassen Kämpfer fallen, da bin ich auch für. Und eine 6 gewürfelt. Ach, genial. Bäm! So, Klurak. Klurak, meins. Okay, das war doch mal eine gute Runde. So langsam mich. Nein, wer mischt denn hier die Kämpfer durch jedes Mal? Alter, das nervt. Das nervt aber so richtig. Jetzt habe ich Mewtwo verloren. Ich habe immer noch Glurak, aber ich habe Mewtwo verloren. Das ist doch scheiße. Wo lande ich denn da oben? Oh. Gott, ich meine, ich glaube, ich kann mit Pit halbwegs gut kämpfen. Allerdings ist er halt nicht unbedingt der stärkste Gegner. Glaubt ihr das? Wie kann man denn so viel Pech haben? Smash. So. Es tut mir in dem Fall wirklich leid, dass ich hier gleich mal auf einen Charakter 100% mache, aber Rache ist süß und immerhin bin ich damit nicht letzter. Was ist denn mit Bowser hier los gewesen? Sag mal. Ah, komm! Oh, das ist natürlich auch gefährlich, was ich hier mache, aber es hat funktioniert. Von daher behalte ich Pit und krieg einen weiteren Kämpfer. Und mir juckt die Nase. So, wen krieg ich denn? Bowser. Na ja, gut. Oh, Mewtwo wurde fallen gelassen. Gib mir Mewtwo! Ich weiß, es sind sehr gemischte Gefühle, was Smash Tour angeht, weil irgendwo macht's schon Spaß, allerdings. Meins! Yes! Allerdings ist es wirklich nicht unbedingt. Oh, es ist nicht so das Wahre. Es ist tatsächlich nicht so das Wahre. Aber gut, 6 Runden haben wir noch. Ja, komm, hebe den Effekt der nächsten Falle auf. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Och, und jetzt wurden schon wieder alle Kämpfer zufällig durchgemischt. Ich hasse es! Mewtwo ist weg! Glurak habe ich zum Glück noch. Gut, dafür habe ich Pikachu, das ist auch okay. Aber dass Mewtwo schon wieder weg ist, warum ist denn immer mein Mewtwo weg? Ha! Ich will doch nur Mewtwo. So. Okay, das hatte. Das hat mein Item also extrem, extrem unnötig gemacht. Und jetzt sind wir auch noch rumgeflogen und schnapp ich mir zumindest mal Kirby. Keine Ahnung, was hier gerade alles passiert ist. Aber auch. Natürlich auch, weil ich halt sehr auf meinen eigenen Charakter fokussiert bin und nicht unbedingt mitkriege, was meine Competition, was meine Gegner machen. Ich brauche den roten und den grünen Checkpoint noch. Sehe ich unter meinem Bild.
Das Schlimme ist, steigernde Statuswerte sind nicht unbedingt. Also je nachdem, welche Statuswerte das sind, ist es nicht unbedingt so das Beste. Weil, einfach wenn ich zum Beispiel super hoch springen kann oder super schnell bin, damit aber halt nicht umgehen kann, dann bringt mir das Ganze gar nichts. Ist jetzt auch natürlich blöd, dass ich Pikachu verloren habe, weil Pikachu halt echt ein Gegner ist, mit dem ich sehr, sehr gut umgehen kann. So, was ist mit Ridley denn hier? Oh, Ridley ist, glaube ich, ein bisschen durch die... Ridley wollte ein bisschen durch die Stage durch hier, glaube ich. So, was jetzt eben auch blöd ist, dass ich hier ein bisschen mit Pit kämpfe, weil Pit ist eben nicht unbedingt... Ha, Bowser, lass es. Weil Pit ist eben nicht unbedingt der Kämpfer... mit dem man das hier am besten machen kann. Aber ich stehe als letztes, von daher denke ich, dass ich gewonnen habe. Ich habe auf jeden Fall gewonnen, aber ich habe Ridley nicht besiegt, von daher steigern sich meine Statuswerte nicht enorm. Aber okay, ich krieg jede Menge, vielleicht doch, okay. Also man muss nicht unbedingt gegen Ridley selbst gewinnen, sondern es... Ah, verdammt! Genau da hätte ich hingewollt. Oh. Also es hätte theoretisch auch gereicht, es hat gereicht, den Kampf zu gewinnen. Ich habe Ridley nicht besiegen müssen. Herr Gott, uns zugenäht. So, natürlich werde ich wieder geschrumpft, weil die Computer gehen immer alle auf mich. Ich bin so klein. Die armen Mr. Saturns tun mir so ein bisschen leid. Ach, und da stand er im Weg. Ich wollte angreifen, aber Mr. Saturn stand im Weg. Deswegen werfe ich einfach mal mit Mr. Saturns um mich. Ist ja gemeingefällig hier. Ich bleib klein. Kann das sein? Und ich habe gewonnen, weil sich das Beautiful, das alte Pefmi, selbst getötet hat. Was mir in dem Fall tatsächlich sehr recht sein soll. Oh ja. Als nächstes, dass ich den nächsten Kampf gewinne, ist sehr wichtig, weil sonst verliere ich Glurak. Das wäre ziemlich blöd. Aber okay. Eine für dich bestimmte Trophäe trifft einen Gegner. Ich mische jetzt erstmal die Position der anderen Gegner durch. Und schnappe mir dann, sofern ich nicht noch irgendwo anders hinkomme, den nächsten Checkpoint. Und treffe auf das Pef. Sorry, Pef. Boss Galaga Smash. Oh oh. Okay, mich trifft kein Item, von daher war das jetzt war die Delegator-Puppe unnötig eingesetzt, aber ich hoffe einfach mal, dass ich das hier so richtig gewinne. Weil ich meine, mit Glurak kann ich ja fast nicht verlieren. Nein, 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 nein. Weg, 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 schlaf! Oh, Gott sei Dank. Puh. Ich hätte mich zwar noch befreit, aber das war sehr knapp. Das war sehr knapp.
Aber ich habe Glurak nicht verloren und stattdessen auch noch die Wii Fit Trainerin bekommen, was okay ist. Wenn ich jetzt vielleicht Ike da oben noch kriege, ich finde es immer noch traurig, dass mein Mewtwo weg ist. Aber ne, das war sowieso die letzte Runde, von daher sehr schön. Also meine Verteidigung ist definitiv ultra. Meine Verteidigung und was auch immer der Hammer macht, ist sehr hoch. Aber ich glaube, das Rote, meine Smash-Fähigkeit, ist dafür extrem gering. Ich habe halt keine Ahnung, was die Statuswerte machen. Ich hätte mir, glaube ich, da im letzten Part eventuell mal besser durchlesen sollen, was das alles eigentlich ist. Oh Gott! Oh, ich... Ja. Konnte nicht so mit Pit umgehen, habe ich gerade festgestellt. Aber ich habe zum Glück ja noch Mega Man. Charakter, mit dem ich, glaube ich, noch nie gekämpft habe, generell. Wow. Oh, Victini. Was macht Victini denn? Nein, ich bin klein. Nicht schon wieder. Habe ich sehr schlechte Erfahrungen mit. Aber ich haue halt immer noch ordentlich zu. Von daher schnappe ich mir den Pokéball und verstecke mich hinter der Denne. In der Hoffnung, dass ich gleich nochmal groß werde. Okay, jetzt bin ich dafür groß und haue erstmal Kirby weg. Und das nächste ist Dr. Mario. Wollte mir den Pokéball schnappen, aber Zero Suit Samus war schneller. Dammit. Also ich würde auf jeden Fall... Ach Gott, ich bin so schnell. Das meine ich mit, es ist nicht unbedingt das Beste, wenn man seine Statuswerte steigert. Weil in dem Fall... Elektroball war ein bisschen verzögert, ha? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Weil in dem Fall ist es tatsächlich nicht unbedingt gut, dass ich so schnell bin, weil ich wahrscheinlich eher von der Stage laufe. So, ist das Murasame? Ich glaube ja. Okay, ich hasse dieses Item. Wenn es gegen mich verwendet wird. In dem Falle reicht es aber, um das Pef einmal wegzuhauen. Und, okay, für ein zweites Mal hat es leider nicht gereicht, weil das Item leer war. Aber ich habe einen Stern, ich habe noch den Wii Fit Trainer und Glurak. Also ich denke mal, ich bin hier relativ safe. Aber man soll den Abend nicht vor dem Tag loben. Man soll den... Also mal abgesehen davon, dass ich Abend zuerst gesagt habe, das war Absicht, aber lohnen? Man soll den Tag nicht vor dem Abend lohnen? Oh Gott, oh Gott! Geh einfach. Geh und komme nicht wieder. Dieses Item ist so overpowered. Dieses Item ist so dermaßen overpowered. Aber gut, in dem Falle freut mich, ich habe nämlich gewonnen. Und damit sage ich schon mal Tschüss. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir ein hoffentlich letztes Mal die Smash Tour auf dem großen Feld spielen. Endergebnis. Ich krieg so viele Tickets hier. Das ist der Wahnsinn.